Start frei zum World Racing Test Video. Das Mercedes-Rennspiel hat es ein halbes Jahr nach der Xbox-Premiere nun endlich auch auf dem PC geschafft. Gute Nachricht, das Warten hat sich eindeutig gelohnt. Denn die Rennspielexperten von Synetic haben der PC-Version ein paar schöne Neuerungen spendiert. Wie zum Beispiel die aktuelle E-Klasse, mit der ich hier gerade durchs Japan-Szenario bretter. Wer weniger auf Familienkutschen steht, bekommt mit dem neuen McLaren SLR quasi den Ferrari im Mercedes-Repertoire. Wie? Sie wollen das Schmuckstück auch mal von vorn sehen? Lässt sich einrichten. An diesem, natürlich kontrollierten Manöver können Sie erkennen, dass Synetic die Fahrphysik gegenüber den früheren Versionen deutlich verbessert hat. Gerade mit schnelleren Kisten wie den McLaren macht das Heizen jetzt richtig Laune. Von einer realistischen Rennsimulation ist World Racing aber immer noch meilenweit entfernt. Hauptgrund sind das merkwürdige Kollisionsverhalten und das schwache Schadensmodell. Gleich gut zu sehen in einem natürlich, geplanten Unfall. Große Stärke von World Racing ist die fahrerische Abwechslung. Ob gemütliches A-Klassen-Chippern, harte Tourenwagenduelle oder knifflige Offroad-Missionen. Rennspielfans durchrasen wirklich alle Facetten des Genres. Verabschieden möchte ich mich mit dem legendären Silberpfeil W196 und dem frisch umgebauten Hockenheimring, den Synetic speziell für die PC-Version von World Racing nachgebastelt hat. Mein Fazit? Wer keine knallharte Simulation erwartet, bekommt mit World Racing ein wirklich hübsches, spaßiges und vor allem vielseitiges Rennspiel.